Bei unserer Schule hat Sport einen sehr hohen Stellenwert. Es werden verschiedene Sportarten angeboten, wie zum Beispiel am Mittwochnachmittag Volleyball und Fußball oder am Freitagnachmittag Sportarten wie Parkour-Running. Das finde ich persönlich auch sehr cool, da wenn man einmal die Technik erlernt hat, kann man es selbstständig in der Freizeit ausüben. Und andere Sportarten sind Hip-Hop oder Selbstverteidigung. Auch gibt es bei uns schulinterne sowie auch außerschulische Bewerbe, wobei bei außerschulischen Bewerben wir uns auch bereits des Öfteren für Bundis Finalis qualifiziert haben. Also wir haben da Frühstück in der Tafe und wir können eben frühstücken und wir können auch in der großen Pause was essen und am Nachmittag auch. In der großen Pause richten uns die Lehrer die aus und da können wir uns dann selber Brote streichen und eben auch Bananen und Äpfel und das taugt uns alles her, weil man muss nicht selber Jausen mitbringen und es ist auch immer gesund. Wir haben ein Helpteam von 20 Personen an der Schule, die jederzeit bereit sind, falls ein schwerer Unfall an der Schule passiert. Bei uns am Gymnasium Seekirchen gibt es eine große Vielfalt an Angeboten, sowohl sportliche als auch kreative Aktivitäten. So wird jeder gefördert und für jeden ist etwas dabei. Also ich habe da ein Bild von mir genommen, habe das verzerrt und jetzt bearbeite ich das mit Explosionspinsel, damit man sieht, dass mein Kopf explodiert. Also bei dem Kalender war die Vorgabe, dass wir irgendwelche lustigen Fotos aus Internet suchen, was nicht zusammenpassen, wie eine Banane und der Eiffelturm, zum Beispiel auf der ersten Seite beim Januar. Im Februar eine Gurke, was in den Weltraum fliegt. Im März der James Bond, was mit einer Banane schießt. Im April ein paar bunte Orangen zum Essen. Dann gefährliche Erdbeeren im Mai. Grundsätzlich war das damals so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was Schülerinnen und Schüler stärker am Gymnasium auch halten könnte, auch für die Oberstufe. Weil es doch so war, dass eine starke Bewegung in Richtung BHS waren. Und wir haben damals eine große Umfrage gemacht, wo die Frage gerade an die Schülerinnen und Schüler war, was bräuchtet ihr, was wollt ihr an unserer Schule und was interessiert euch speziell? Und damals war es eben in großem Maße so, dass wir gesagt haben, wir wollen kreativere Sachen, wir wollen mehr Zweige, die was in eine kreative Richtung gehen, in eine mit Arbeit mit neuen Medien, Computer, Laptop. Und so haben wir den Impuls gegeben für den Zweig Media Kreativ und der ist jetzt sehr erfolgreich. Eines Morgens ging der Wichtel in den Wald, um Zuckerstangen zu sammeln. Als er ein bisschen durch den Wald gegangen war, passierte etwas Merkwürdiges. Er traf ein Schleimmonster namens Zirkel. Hallo, wie geht es dir? Gar nicht gut. Also mir gefällt es sehr gut, dass mir so frei arbeiten dürfen und dass uns die Lehrer uns da sehr gut vertrauen und dass alles voll gut ist. In unserer unverbindlichen Übung machen wir Schülerinnen der 2. bis 5. Klassen kunsthandwerkliche Gegenstände, die wir beim Schulfest verkaufen. Mit dem gesammelten Geld helfen wir einer Schule in Pakistan. Lehrer und Schüler der Schule in Pakistan, der wir helfen, sind befreite Kindersklaven. Durch unsere kreativen Projekte können wir armen Kindern in Pakistan eine Chance auf Bildung geben. Dovedenia. Tchauzinho, gente. Vou sentir muitas saudades. Goodbye. Au revoir, a piatto. Arrivederci, alla prossima. Valete quam optime. Dos vidania. Hasta luego. Auf Wiedersehen.